So, ihr Lieben, da bin ich auch wieder. Michi, erstmal, ich will mal heute was probieren mit dem Stream. Ich habe ja sonst immer zwischen den Streams, also zwischen den Spielen, Pause gemacht. Also Stream beendet und einen neuen Stream gestartet. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass meine Lurker rausfliegen, was wiederum meine Statistik senkt, weißt du? Deswegen probiere ich heute mal, das nicht so zu machen und will aber halt auch versuchen, dass mir der Stream selber in Kategorien unterteilt wird, indem ich die Kategorien selber über den Browser eingebe und nicht über OBS. Weil wenn ich das über OBS gemacht habe, hat er mir nach dem Stream immer alles, den kompletten Stream über durchgehend als Just Chatting eingetragen. Was aber nicht der Fall war. Ich habe aber bloß die ersten Minuten auf Just Chatting gehabt. Beziehungsweise manchmal auch eine halbe Stunde, je nachdem, wie lange wir gequatscht haben. Und zum Thema Grabbert. Genau, die Verfilmung von 2008 ist die Grundlage für das Album Zaubererbruder vom lieben Alexander Speng. Das hat er selbst so gesagt im Interview. Und mein Gedanke war eigentlich immer, dass der Film selber den Ursprung auf dem Märchen hatte. Aber anscheinend ist es so, dass die Schwarze Mühle das Märchen ist und Krabbert ist halt die eigenständige oder eigenwilligere Variante, sage ich jetzt mal, die modernere Verfilmung. So, pass auf, tut der Geruch wieder inne. Macht mir das nicht einmal mit dem Ruch, macht nur gelbe Zähne und eine schwarze Lunge. Euch Minderjährigen ist es sowieso verboten, ich heiße es eh nicht gut. Gute Idee, schreibt Michi. Jo, dann nicht. Nee, nicht. Ich rate ja davon ab, also keine gute Idee. Achso, oder meintest du das wegen dem, mit dem Stream? Muss ich mir vielleicht doch noch ein anderes Fenster basteln? Dass ich, wenn ich es jetzt in Zukunft immer so machen sollte, dass ich das so machen kann, dass es so funktioniert, dass ich dann einen Pause-Modus einfüge und ein Timer runterläuft. Oder be right back, so nach dem Motto. Bin gleich wieder da. Ich gucke eh die alte Verfilmung gerne, die aus 2008 ist total verhunzt. Finde ich nicht. Ich muss gestehen, ich habe das Album von Asp gehört, bevor ich den Film gesehen habe. Ich habe mich immer gefragt, was dahinter steckt. Dann habe ich irgendwann gegoogelt und dann festgestellt, geht um den Film. Ziehst ihn dir mal rein. Und während ich den Film mir angeguckt habe, habe ich im Hintergrund die Musik im Kopf gehabt. Macht irgendwie mehr Spaß für dich. Aber ist auch so ein bisschen wie Buch und Film, weißt du? Also, ja, in eurem Fall ist halt die 75er-Verfilmung die erste gewesen, also sprich wie das Buch. Und die 2008er-Verfilmung dann wie die Verfilmung eines Buchs. Und oft ist es ja so, dass die Bücher einfach besser sind. Nicht das Quarzen, den Stream. Ja. Alles gut bei dir, fragte Vito. Ja, du wirst doch gleich sehen, warum. Hast es ja vorhin nicht mitbekommen. Vielleicht hast du auch schon eine Weile lang nicht mehr auf YouTube reingeguckt. Aber heute war ein großer Tag. Brauchst du jetzt ja nicht auf YouTube zu gehen? Jetzt noch nicht. Guck mal, der Nightbot macht's endlich. Den hat mich gerade neu gefixt. Genau deswegen. Wegen dem, was der Nightbot da reingeballert hat. Jetzt kannst du gerne draufgehen, aber wir gucken es uns eh gleich nochmal an. Das mache ich jetzt natürlich dann für die YouTube-Zuschauer, die sich dann gerne The Dungeon of Neuhöburg weiter angucken. Und nicht Patricia 2 gerne angucken. Ich muss mal gucken, dann nächste Woche Freitag, ob ich dran denke, das bei Valheim Multiplayer auch noch zu machen. Ich hoffe, ich denke dran. Ich habe so viel jetzt mit den Streams noch vor, was ich ändern möchte, was ich erneuern möchte. Mir ist vorhin schon mal zum Beispiel wieder eingefallen, ich habe noch gar keinen Hype-Emote. Was eigentlich mal ganz praktisch wäre, sobald halt jemand irgendwie ein Abo dalässt oder ein Follow dalässt, dass ihr dann einfach aus dem Chat heraus mal ein bisschen reagieren könnt, ein bisschen so sagen könnt, hey, willkommen, Hype. Ja, genau, wie Sippe das macht. Hype. Habe ich gar nicht drin. So. Ich würde sagen, der Song ist eh gleich zu Ende. Ja, jetzt ist er zu Ende. Machen wir den Song mal aus. Dann lege ich jetzt die Kopfhörer jetzt zur Seite, die In-Ears. Unterdruck. Pfui! Und dann rauche ich jetzt noch in Ruhe auf, während ich euch das Video nochmal zeige. Beziehungsweise die Vito sieht es jetzt vielleicht zum ersten Mal. Und ich mute dann auch gleich das Mikrofon und rauche in Ruhe auf. Es war mir klar, dass es dein Emote ist. So, pass auf, ich bin gleich wieder da. Zack, der Bombe und viel Spaß mit dem Video. Thank you.
sammeln. Ah, da ist jemand, der Luke. Hallöchen. Luke. Ja, Robin. Lala. Ups. Hallo. So. Jetzt fehlt ja bloß noch Mike. Ja, dann wollen wir mal. Ich glaube, der kommt gleich da hinter der Düne vor. Okay, jetzt kommt der epische Mike mit dem Düne-Move. Gerade noch nicht. Nee, nein, da kommt noch was anderes, das ist ein Wollschwein. Hallo Mike, du hast dich ganz schön verändert. Sag mal, Mike, vielleicht mal ein bisschen weniger essen? Das sieht nicht gesund aus. Ach, verdammt. Ich hab's abgefangen. Sehr gut. Meter und nochmal 2200 Meter. Drei Bauxitvorkommen. Nice. Gut, also sind die Geysire deutlich näher dran. Oh, ich habe mit einem AP überlebt. Ich bin echt irgendwie einen Meter vor dieser Klippe runtergefallen. Das hat nicht gereicht. Ein Meter. Ich dachte, jetzt kommt wieder dein berühmter Sound aus der Schlucht damals. Nein. So dieses Robin! Robin! Luke, bist du in die Schlucht gefahren? Nein! Kannst du mal herkommen? Oh Gott. Ich versuche erstmal selbst zu überleben. Ist das ein Deal? Ja, versuch doch mal. Okay. Bist du gerade. Hast du versucht, über die gleiche Schlucht zu springen wie ich? Nein. Ich habe die breitere Stelle genommen. Du bist auch tot? Ja. Das ist jetzt. Sehr schlecht. Das ist nicht so gut, ja, ist richtig. Mike! Mike! Herzlichen Glückwunsch, Robin. Du hast die Safe-Games gelöscht. Scheiße. Also, um's nochmal beim Namen zu nennen, für mich ist mit dem Ende des Projektes Satisfactory auch das YouTube-Ende. Wir müssen nach Nord-Süd, am dritten Stern links vorbei. Gibt's jetzt hier eine Keilerei oder was? Na hoch, was ist denn das für ein Kabel? Ich gehe da mal den Sanikasten holen. So, jetzt nur noch das Atomspalten. Wo ist denn jetzt wieder mein Meißel? Wie, hier gibt's keinen Äppler. Soll ich etwa nüchtern fliegen?
Danke für den Hinweis. Verdammt! Okay, dann fange ich halt nochmal von vorne an. Lieber Mini-TV, herzlichen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Bist genau richtig gekommen, im richtigen Moment bei dem zweiten Mal, wo ich heute diese Ankündigung hier rausgehauen habe. Ja, ist doch gut, Leute, beruhigt euch. Ich bin doch jetzt wieder unmuted. Ihr müsstet mich doch jetzt wieder hören, oder? Ja, okay, gut. Ach, ihr habt noch. Ach, stimmt, Dark Raven hat ja noch ein bisschen Delay, weil er ja ein bisschen runterschrauben muss. Stimmt, okay, alles gut. So, ja. Mini-TV, herzlichen Dank, genau, und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Machst dir gemütlich. Satisfactory, machen wir ein Community-Projekt raus. Da steht auch extra, ihr könnt später auch mitmachen. Wir sind jetzt gerade in der Vorproduktion mit Beutel, Schnutenlola, Decker. Da stehen sie doch alle einzigartig und meiner einer. Es werden noch mehr Leute dazukommen. Die Leute, die das veröffentlichen auf ihren Kanälen, sind der Beutel, die Schnutenlola, der einzigartig und ich. Der Sid war an dem Aufnahmeabend noch nicht dabei, der musste mal kurzfristig ausfallen, ist dann aber regelmäßig mit dabei. Und Decker nimmt es nicht auf, hat er schon gesagt, weil er zu wenig Speicherplatz im Moment hat. Neben seinen anderen Projekten, die er sowieso noch auf dem YouTube-Kanal hat. Aber er wirkt wenigstens bei uns mit. Vielleicht nimmt er später noch ein bisschen auf, wenn er dann eine externe Festplatte hat. Mal gucken. Ansonsten, ihr könnt später mitmachen. Ja, könnt ihr definitiv. Wir wollen aber erstmal noch ein bisschen uns reinfuchsen, schon mal ein bisschen ein paar Basics aufbauen. Vielleicht auch schon mal die Forschung relativ weit vorantreiben und auch die ganzen Neuzugänge bei dem Spiel, die bei dem hier jetzt anwesend sind. Ich glaube, eigentlich hat keiner in dem Spiel großartig Erfahrung, außer Decker und ich. Ich glaube, die anderen sind alle ohne Erfahrung in dem Spiel. Ja, die sollen sich erstmal ein bisschen einleben, ein bisschen reinfuchsen, dass sie halt auch wissen, was wie wer wo, auch so ein bisschen Routine reinbekommen. Und dann wollen wir so nach und nach Community-Mitglieder mit rein rekrutieren, die dann wirklich sagen, ich habe jeden Mittwochabend ab 19.30 Uhr Zeit. Ich helfe euch sehr gerne und dann machen wir das gemeinsam. Dann bilden wir auch verschiedene Teams, die halt immer so ihre Wochenaufgabe bekommen oder über so und so viele Folgen eine Aufgabe bekommen, dass sie das erledigen sollen. Wir können auch Spaß haben da. Wir können auch Wettrennen machen. Wir können Wettkämpfe machen. Wir können Wettbauten machen, Schönbau und was nicht alles. So ein bisschen wie Minecraft Griefer Games kannst du dir vorstellen, nur eben auf Satisfactory. So ist der Plan zumindest. Ob wir den hinkriegen, ist die andere Frage. Hat denn der Mini-TV jetzt noch irgendwas geschrieben? Auf jeden Fall schon mal schön, dass er ein Follow da gelassen hat. Ich habe gerade schon mal heimlich geguckt, während die Vorschau lief, ob das wieder so ein Bot ist oder nicht. Aber es ist tatsächlich kein Bot, es ist ein eigener Streamer. Sid und sein Appler, ja, auf jeden Fall. Und ja, Janett, ich möchte dich unbedingt dazu bekommen, dass du noch von der Couch fällst heute. Deswegen gibt es jetzt noch mal den hier. Du sollst wirklich rauf und runter rollen von der Couch heute. Aber die nachfolgenden Thumbnails sind dann nicht so witzig. Ich habe mir bloß gedacht, das ist ein schöner Einstieg, hinterlässt einen guten Ersteindruck, damit die Leute gleich wissen, das ist kein, wir machen alles auf 100% korrekt Let's Play, sondern wir wollen auch unseren Spaß haben Let's Play. Man hört dich nicht, habt ihr vorhin alle geschrieben. Wann kommt die erste Folge? 5.11. 5.11. Warte. Da steht's. Ah! Da. Staffel 4, Start mit Update 4 ab 5.11.21. Start mit Update 4, weil wir jetzt in der Vorproduktion sind. Am 26.10. kommt Update 5. Da müssen wir natürlich erstmal noch gucken, ist das kompatibel mit dem G-Portal-Server? Und dann möchte ich auch ein Video noch vorbereiten, wie man sich so einen G-Portal-Server einrichtet, wenn man halt mit mehr als 4 Leuten Satisfactory spielen möchte. Es ist leider noch nicht ganz dediziert, haben wir festgestellt. Es könnte aber auch daran liegen, dass wir die Steam-Version allesamt haben. Ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass die Steam-Version wohl auch ein bisschen problematisch sein könnte. Aber da sind die Entwickler gleichzeitig noch am Fixen. Die haben auch schon angekündigt, für die Steam-Version mit Update 5 kommen auch ganz viele Hotfixes mit dazu, beziehungsweise Fixes dazu. Und natürlich ganz viele neue Inhalte. Super viele neue Inhalte. Und Kollisionen und was nicht alles. Also es wird witzig. Vielleicht machen wir auch so eine Art Wettbewerb, wer die meisten Zugwaggons zerstört. Keine Ahnung. Vom Gleisfähigen an. Warte doch immer. Also wir werden da richtig schön viel Spaß haben können. Und auch sämtliche Updates uns angucken können. Zippa hat auch Update 2, 3 und 4 mitgemacht. Ja, ich bin bei Update 3 zwangsläufig ausgestiegen, weil ich ja versehentlich die Savegames gelöscht hatte. Zur Erklärung, Luke und ich, wir hatten uns ein Wochenende lang hingesetzt, mehr oder weniger, haben die Mods installiert
Und ich habe natürlich von den Safe Games ein Backup gemacht. Allerdings irgendwie nicht mit Steuerung C, sondern mit Steuerung X. Alles gut und schön. Und haben wir dann hin und her probiert. Also mit Steuerung X heißt dann dementsprechend, ich habe es dann ausgeschnitten aus dem Originalpfad. Alles hin und her probiert und getestet und gemacht und getan. Und festgestellt, okay, funktioniert alles. Backup-Ordner gelöscht. Epic Store damals noch gestartet. Er fragte noch, der Epic Store, willst du das synchronisieren oder nicht? Und Luke meinte irgendwie noch, mach mal lieber nicht. Und schwupps, waren die Safe Games weg. Weil mein Papierkorb, der ist immer leer. Wenn ich was lösche, wird auch gleich der Papierkorb geleert. Immer. Also hier auf dem PC. Ja, Safe Games waren weg. Und direkt nachdem das passierte, sagte mir Luke auch noch dann, nachdem er schon ein bisschen für sich behalten hatte, dass das jetzt dann auch vorbei ist für ihn. Sonst hätten wir nochmal neu angefangen, vielleicht. Mit einer kleinen Pause zwischendurch, weil immer dasselbe Spiel, so als riesiges Langzeitprojekt, ist auf Dauer langweilig. Außer man kriegt immer wieder neue Mitglieder dazu und kann auch wirklich mal riesig und gigantisch bauen und was nicht alles. Ja. Gut. So viel dazu. Ja, und Devitomain, um deine Frage jetzt endgültig zu beantworten, wie es mir denn so geht. Ich bin sowas von mega happy, dass es jetzt endlich raus ist, dass ich euch das endlich mitteilen kann. Weil ich habe es monatelang für mich behalten, dass es jetzt endlich losgehen soll. Dann habe ich auf dem letzten Drücker auch endlich das Team zusammengestellt bekommen, wo ich mir selber sagte, hey, das passt auf jeden Fall. Das wird wieder eine geile Kombi, das wird wieder richtig schön versehentlich genial, dumm, chaotisch, vielleicht auch ein bisschen versaut. Und wird einfach Spaß machen und darum geht's mir. Es soll eine coole Kombi an Leuten sein, es soll Spaß machen. Und man soll auch Spaß daran haben, dass man im Spiel auch vorwärts kommt und auch Sachen erreicht, die vielleicht auch nicht so jeder schafft. Ich habe heute so irgendwann so mittendrin beim Essen kochen so den Gedanken gehabt, ey, irgendwann ist es vielleicht so weit, dass dann vielleicht irgendwie so 30, 40 Mitspieler gleichzeitig mit einem Jetpack angeflogen kommen. Das sieht dann aus wie bei Warhammer 40k, die Sturmtruppler sozusagen. Wenn sie dann mit ihrem Kettensägenschwert ankommen und alles. So stelle ich mir das vor. Ohne Witz. Gut, so viel dazu. Das packen wir jetzt hier. Das kann ich jetzt schließen. Wie viele Aufrufe hat denn das Ding mittlerweile? Ich müsste mal den Tab neu laden. 72! Nice! 13 Likes! Geil! So ist gut, Leute. So ist gut. Immer schön rausballern und Ding. Und haufenweise Kommentare, die ich nachher noch beantworten werde. Alter Schwede. Junge, Junge, nee. Ja, schon mal kurz querlesen von der lieben Stutendola. Wer schneidet hier Zwiebeln? Weil sie hat ja auch mit Luke zusammen auch Projekte aufgenommen, beziehungsweise wir haben auch viel gequatscht miteinander auf dem Teamspeak damals, haben jetzt schnell Freundschaften entwickelt. Und ja, da hat sie dann dementsprechend auch ein Tränchen verdrückt, wo ich ihr den Trailer gezeigt habe, ne, wegen Luke. Geht mir auch jedes Mal so. Ich gucke den Trailer, krieg ein Tränchen in der Oge bei Luke, fange dann an zu lachen, wegen demselben Grund, warum Jeanette anfängt zu lachen und krieg sofort zweimal Gänsehaut, dann, wenn es so richtig episch wird. Einmal dann Start von der Staffel und dann zack, nochmal eins oben drauf gehypt. Community-Projekt. So, und ja, ich hype gerade mein eigenes Video. Es tut mir leid. Ich find's geil. Ich find's verdammt geil, das Video. So, wir starten schon mal ein Spiel rein. Und ich ändere jetzt hier nochmal das Gedönse. Das Gedönse müsste ich mal hier drüber ändern. Daran muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen, dass ich das so machen muss. The Dungeon. Uff. Na, Heulbeug. Na? Findet er es nicht? Habe ich mich verschrieben? Dungeon auf na Heulbeug. Oh, irgendwas klappt hier gerade nicht. Ich muss mal den Tab, glaube ich, neu laden. Geht gleich los, Leute. Ihr hört auch gleich das Spiel, aber ich bin gerade rausgetappt, deswegen hört das gerade nicht. Jetzt findet er es. Fertig. So, ich hoffe, das klappt jetzt auch mit verschiedenen Kategorien. Jetzt kriege ich da langsam echt einen Rappel, warum das bei anderen geht und bei mir nicht. So. Achtung, wird laut. Oder auch nicht. Ist gerade leise, die Musik. Ich lade sofort den Spielstand. Dann gehe ich noch mal ein bisschen auf euren
Text ein. Ja, da wird es wieder laut natürlich. Ja, Hauptmenü. Hauptmenü-Musik ist immer so ekelhaft laut. Nur ein einziges Bier? So ein Schwachsinn. Gebt man auf einem einzigen Bein? Nein, also bitte. Könnte es Hit gewesen sein, ne? Ach, ich erinnere mich wieder. Ich wollte hier von den hier besuchen. Okay. Aber jetzt gucke ich, wie gesagt, erstmal, was ihr alles noch geschrieben habt. Muss dazu aber mal runterscrollen. Hä? Experimente ist doof. Early ist besser? Nö. Sag ich vehement nein, Sippe. Denn im Experimental hast du schon ein bisschen vor Update-Veröffentlichung schon Inhalte drin. Und mittlerweile ist Experimental, finde ich persönlich, auch schon viel besser, als es damals war. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Steam- und Epic-Versionen? Nö. Außer, dass, zumindest soweit ich mitbekommen habe, die Steam-Version wohl noch ein bisschen ältere Bugs drin haben soll, die eigentlich schon gefixt waren. Wie zum Beispiel, dass auf dem Laufband ein Anzeigefehler da ist. Also auf diesem Förderband, nicht Laufband. Laufband, ich bin schon so ein Laufband. Ich bin ja gar nicht zu sehen. Warum sagt mir das keiner? So, da bin ich wieder. Das auf dem... Achso, ihr habt es mir bestimmt gesagt, aber ich habe den Stream noch, den Chat noch so weit um. Sorry. Dass auf dem Förderband zum Beispiel kurzzeitig auf einmal die Waren verschwinden und dann Meter später erst wieder aufploppen, aber in derselben Geschwindigkeit, wie sie normalerweise die Strecke zurückgelegt hätten. Sowas zum Beispiel haben wir momentan drin. Das ist noch ein bisschen problematisch. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wie ich persönlich finde. Dann ab und zu mal haben wir noch den Bug drin, dass die Mitspieler die Kisten nicht öffnen können. Wenn ich jetzt gerade zum Beispiel an eine Kiste rangehe und direkt eine Sekunde später geht zum Beispiel Decker ran, dann kann er zwar in die Kiste gucken, kann aber nichts rausnehmen und reinlegen. Aber eigentlich war es jetzt eigentlich immer so, eigentlich war es doch immer so, dass man die Kisten gleichzeitig benutzen kann, möchte ich meinen, mich erinnern zu können. Kann aber auch sein, dass es eigentlich nicht so ist. Wegen Hosting hier, Hosting da. So eine kleineren Sachen, mit denen man aber umgehen kann. Wir hatten allerdings noch einen anderen Bug, den man auch eigentlich umgehen kann. Und zwar, dass es dann nach den Upgrades vom Hub nicht mehr weiterging mit Tier 1. Man konnte zwar den Lift bauen, aber es kam nicht Level Tier 1 und Tier 2. Kam nicht. Das heißt, man konnte diese Beschichtungen nicht herstellen. Haben wir umgangen. Konnten wir umgehen, nicht durch einen Cheat oder Mod oder was auch immer, sondern ehrlich gesagt, eine Version der Bugbehebung habe ich verkackt und dadurch ist das Savegame weg gewesen, also haben wir neu angefangen. Die Lola und ich haben dann noch bis nachts um 2 gesessen und haben dann nochmal den Spielstand sozusagen uns wieder erwirtschaftet, den wir in den 3 Folgen, die wir schon aufgenommen hatten, als Team geschafft hatten. Ja, ja, sorry, musste kurz wohin, schrieb Michi. Was, wieso, warum? Achso, wann kommt die erste Folge? Deswegen, okay. Runterscrollen. Bei Epic hast du 2 Versionen. Early Access und Experimental Build, aber auch teilweise laggt. Hast du bei Steam auch Suppe? Musst du nur die Beta-Version ändern von Early auf Experimental. Ist genau das Gleiche. Er hat alle Möpse in dem Anzug. Ja, das sind alles Omnisexuelle. Multisexuelle? Multi? Man weiß halt nicht, ob es Männlein oder Weiblein ist. Man weiß auch nicht, ob es Menschen sind. Man sieht ja keine Sicht, man hat ja bloß Helm drauf. Xenosapper-Schwert, mega geiler Ding. Jo. Aber wie knüpfe ich Satis mit Stream? Satisfactory mit Stream? Steam? Ich hab's vorhin nicht geschissen bekommen. Ich hab einfach nur auf. Ach so. Es kann sein, dass du das beim ersten Mal mit dem Cosplay nicht richtig geklickt hast, Sippe. Musst du mal in den Einstellungen gucken. Da müsste irgendwo eine Möglichkeit sein, dass du, ich glaube in der Einstellung irgendwo, dass du Cosplay aktivieren kannst, dass du halt beide Accounts verknüpfen kannst, Epic und Steam. Sodass dann dementsprechend du mit deinem Epic-Account auch mit Steam-Account Leuten spielen kannst und andersrum. Dass Epic Leute mit deinem Steam-Host mitspielen könnten, wenn du hostest. Aber das ist sowieso kein Problem, wenn du dir zum Beispiel so einen Server anlachst. Die kosten doch echt nicht viel bei GB Hotel. Bin ich wirklich begeistert. Ich glaube, 3 € für einen Monat? Und ich meine, wir, okay, für unser Verhältnis, weil wir nur einmal in der Woche aufnehmen, okay, ja, ist vielleicht dann dafür doch ein bisschen teuer, aber du kannst 24/7 rein. Ich habe gestern und vorgestern
in meiner Mittagspause nur mal kurz reingejoint, unsere Biomasse in den Generatoren nachgelegt, damit während ich am Arbeiten bin, die ganzen Fabrikatoren alles schon, nicht Fabrikatoren, die Konstruktor und Schmelzen und was nicht alles, schon mal erstmal die Biomasse wieder verarbeiten und daraus dann Stahlstangen, Platten etc. herstellen. Also hier steht es schon, nur das Chatting muss weg. Das hast du vor 6 Minuten geschrieben. Das habe ich schon geändert. Das Foto ist auch zum Schießen, also zum Kaputtlachen, Robin. Ja. Klar! So, ich mach den Adlerpapa, muss ins Bett. Noch schönen Abend. Gaffer Gandalf, falls du noch da bist, mach's gut. Schön, dass du da gewesen bist. Bis bald mal wieder. Bis nächste Woche Freitag, Valheim Multiplayer. Berühmter Bug ever, was vom Hub kein Busch abgrasen kannst. Das ist weg. Dafür haben wir ab und zu mal noch den Bug, dass ein Busch nicht abgrasbar ist, weil ich den schon von einer Weile abgegrast habe. Und wenn ich dann wieder neu reinjoine ins Spiel, ist der Busch wieder da, aber nicht abgrasbar. Dann dauert es immer eine Weile, bis der wirklich wieder nachgewachsen ist, dass er abgrasbar ist. Witzigerweise haben wir aber dafür jetzt haufenweise Nüsse und Beeren, weil die sind dann wirklich abgrasbar, wenn ich neu joine. Vorher heute nur eine Person dann Kiste benutzen, kann Kiste benutzen, zumindest bei Early Werkbank. Kannst auch nur eins. Ja, Werkbank und Kiste ist ein Unterschied, Zippe. Werkbank war schon immer nur eine Person gleichzeitig. Haben da Arc auf G-Portal jeweils 11 Euro. Ja, kommt drauf an, wie viele Slots, ne? Mindestanforderung jetzt bei Satisfactory ist momentan bei 15 Slots und deswegen pro Monat 3 Euro irgendwas. Nee, warte mal. Was erzähle ich für einen Quatsch? 10 Euro irgendwas. Stimmt. Ich habe für 90 Tage im Voraus gebucht. Aber es geht trotzdem, finde ich. Das ist okay. Dafür, dass man wirklich 30 Tage 24/7 zocken kann, ist das vollkommen okay. Du hängst nach, hängst. Ja, Zippe, beruhig dich. Chill mal. Die haben sie aber gefixt. Was haben sie gefixt? Wenn ich so weit mit dem Chat hinterherhänge, musst du den Satz bitte vollständig schreiben. 10 Slots monatlich 11 Euro, okay. Dann haben sie vielleicht bei Arc andere Preise pro Slot. Kann man eben gucken, warte mal. G-Portal. Na, komm schon. Moment, muss mal kurz Großbildschirm machen hier. Also Querbildschirm und nicht Vertikalbildschirm, dann kann ich hier besser gucken. So. Wo ist es nochmal? Nee, nicht Status, Dashboard. Also für 90 Tage habe ich 36,45 bezahlt. Was macht das summa summarum? Kopfrechnung ist heute sowieso nicht meine Stärke. 36,45 teilt durch 90 macht 40 Cent am Tag. Was ja okay ist. Wenn ich jetzt die 36,54 teilt durch 3 rechne, sind das 12,15. Okay, das ist sogar ein bisschen teurer als Arc in deinem Fall. Okay. Aber es wird, glaube ich, ab einer gewissen Slotgröße haben sie, glaube ich, Rabatte drin, dass du dann pro Slot so und so viel Prozent einsparst, dass du damit den Preis pro Slot ein bisschen runtergehen und so. Müsste ich nochmal genauer gucken. Aber nicht jetzt. Warte mal, habe ich das gerade? Wait, what? Ich muss mal kurz warten, bis er mir das lädt. Es stand da gerade, dass da 15 von 15 Leute drauf wären. Das kann gar nicht sein. Ich muss immer ein bisschen warten, bis er mir die Ansicht aktualisiert. 0 von 15, okay. Und dann hätte ich mich ja schon erschrocken, wenn ich irgendwo in dem Video versehentlich meine IP-Adresse drin gehabt hätte. Von dem Server. Und das wollen wir ja vermeiden. Das habe ich aber echt lange gelabert, Leute. So.
Gefixt die Nüsse und Co. Auch der Echsenhund ist wieder zähmbar. Ja, der ist schon lange wieder zähmbar, schon seit Update 3. Und das mit den Nüssen? Nein. Da hast du eine falsche Info. Weil immer, wenn ich auf den Server gejoint bin, ist neben mir der Nussbusch wieder voll mit Früchten gewesen. Das war gestern Abend zum Beispiel einmal in der Stunde. Also beim Zurechtschnippeln noch von dem Trailer, einmal in der Stunde drauf gewesen, Biomasse reingeworfen. Ihr guckt, welche Lager schon voll sind, welche noch nicht. Und da waren immer ein und derselbe Busch wieder voll mit Nüssen. Leider habe ich kein PC, sonst würde ich gerne mitmachen, schreibt Dark Raven. Das müsste von den Anforderungen her sogar über einen mittelmäßigen Laptop gut laufen. Halt nicht auf maximaler Grafik, okay, aber müsste gut laufen. Und so einen mittelmäßigen Laptop, den kriegst du schon für guten Preis mittlerweile. So, jetzt aber hier. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben noch ein Spiel vor uns. Verdammt, der Axt. Jetzt habe ich hier fast eine Stunde eigentlich nur über Satisfactory gelabert. Krass! Also bei Early ist ja jede halbe Stunde voll. Ah! Da meintest du eher, dass sie gefixt haben, dass die Beeren und Büsche so gut wie nie nachgespawnt sind. Weil daran kann ich mich nicht noch erinnern bei Update 3. Da hatten Luke, Mike und ich immer richtig Versorgungsprobleme. Aber wirklich massiv Versorgungsprobleme. Ich befürchte, in einem dieser dunklen Gänge könnte der Tod auf uns warten. Wenn du mich nochmal unterbrichst, dann auf jeden Fall, Freundchen. So. Gut, Leute. Legen wir los. Ich versuche hier noch den Scheiter zu wenden. Wir hatten uns geheilt, ne? Oh, wir waren in der Taverne. Okay. Das heißt, wir suchen jetzt nur noch die anderen Räume ab. Nee, der da. Oh Gott, diese Steuerung. Echt schade, dass sie das nicht mit Maus gemacht haben, dass es möglich ist, die Kamera mit der Maus zu drehen. So. Von der Orientierung. Von der Orientierung her, in dem Raum waren wir ja schon drin. Da hatten wir ja diesen sehr, sehr harten Feind. Die zwei Räume hier noch nicht. Da müssen wir hin. Deswegen suche ich erst die anderen ab. So, wir gehen erstmal nur an die Tür ran. Wechseln auf den Dieb und öffnen die Tür. Hallo? Na, das ist doch eine Falle, oder? Die Kiste sieht mir doch stark nach einer Falle aus. Da ist ein Hebel! Hebel! Yippie! Gehen wir gleich hin. Und was hier? Da ist was zum Untersuchen. Hallo? Beweg dich rüber hier. War hier drüben auch noch irgendwas? Ah! Ja, mach ruhig. Bunker der Plünderer. Moment. Mach mal hier eine Zeile einfügen. Jo. Fünftens. Bunker der Plünderer. Gut. Schreib mir doch vorsichtshalber dahinter im mittleren Raum. Bis ich irgendwann mal dazu komme, dass ich vielleicht unten Hinweis nachgehen kann, um dieses Rätsel zu lösen, vergesse ich wieder, in welchem Raum. So. Sag mal, ich komme. Ach, ich muss von der anderen Seite an die Truhe ran. Heiltränke nehme ich doch sehr gerne. Ein Reisegrill, den hatten wir aber schon mal. Ich komme hier gar nicht durch. Ah. Na gut, komm mal her hier. Schnappen wir uns jetzt beide Kisten hintereinander. Dann ist es vielleicht doch keine Falle, die zweite Truhe. Weil man sich ja erstmal durch die Massen da durchkämpfen muss. Was wir ja schon geschafft haben. Und wehe, du bist jetzt eine Falle. Ich werde die Öffnung überwachen.
123 Gold nehme ich doch sehr gerne. Weitere Heiltränke. Sind das groß? Das sind große. 55 Lebenspunkte, ja. Nice. Ledermetallrüstung. Marauveur 200. Speziell für den Ranger. Schutz und Charisma. Und dann noch was für den Dieb. Schutz und physischer Widerstand. Nehmen wir alles. Gucken wir gleich nach der Ausrüstung, ne? Also eine Ironie des Schicksals, dass ein Dieb seine eigenen Taschen leeren muss. Sag mal, das ist heute irgendwie lauter als sonst, oder? Ja. Meine Kopfhörer haben nicht reagiert beim lauteren Leiserschalten. So. Das da. Bringt auf jeden Fall Schutz und physischen Widerstand. Fähigkeiten. Physischer Widerstand ist bei ihm bei 23. Ausweichen ist bei ihm auf 14. Ist das überdurchschnittlich? Nö. Dann. Ja, komm, krieg da mal ein bisschen Schutz. Das ist eigentlich ganz gut. Ist das für mich? Wirklich? Vor allem Schutz 2 ist schon ordentlich, wie ich finde. So ein Mist. Nee, finde ich nicht, dass das Mist wäre. 3 Schutz mehr als vorher, das hat sich gelohnt. Finde ich. Dafür, dass man noch nicht mal sich da durchkämpfen muss, ist das in Ordnung. Charisma oder spirituelle Kraft? Spirituelle Kraft. Wo ist sie? Hier. Unterstützung. Unterstützung wiederum wird durch Charisma angehoben. Okay. Wir haben spirituelle Kraft 13. Gucken wir mal. Cool, dann sehe ich nicht wie ein Nerd aus. Der hatte noch nicht mal eine Rüstung. Das ist seine erste. Ja, lol. Okay. Finde ich gut. Fähigkeiten. Spirituelle Kraft. Wo ist sie? Immer noch 13. Ah, nee, das war ja verbuggt. Ah, der zeigt es ja nicht richtig an. Egal, er hat jetzt mehr Schutz und das ist gut so. So. Sag mal, ist hier unten gar keine Musik? Habe ich die irgendwie ausgemacht versehentlich? Na, sag mal. Hier unten scheint es keine Musik zu geben. Okay. Die Stimmen sind mir immer noch ein bisschen laut heute. Gut, weiter geht's. So, hier hatten wir ja schon alles abgesucht, aber... Oh, vielleicht doch nicht alles. Doch. Oder? Doch, nee, doch, doch, nee, doch, doch, nee, doch. Dann aktualisieren wir mal die Karte. Aha. Da hinten wäre noch eine Bibliothek. Aber hier würde ich gerne rein. Oh. Man weiß ja nie. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Das gehört uns nicht. Oh, ist okay. Oh, warte mal, da fällt mir ein. Wir haben ja noch die anderen Tränke gefunden. Wir haben ja einmal den kleinen Heiltrank und dann jetzt hier diese richtig großen. Die 55 statt 35 heilen. Was ist da drin? Ah, das ist mein Kollege. Da gebe ich tatsächlich dem Ogre jetzt mal so ein großes Teil. Weil der mit 155 Lebenspunkten natürlich auch schon mal das ist die eine oder andere Regeneration benötigt. Sie hat immer die kleinen, er hat die Sprengbomben drin, er hat auch einen kleinen Trank, was okay ist. Er bräuchte mal einen besseren Gürtel, finde ich. Wenn es stinkt, müssen es meine Stiefel sein. Die Armen werden ärmer. Ich finde ja, du könntest mal die Säurebombe wieder nehmen. Ja, nee, lol. Doch. Bruder, Kumpel. Gut, passt.
Zurück. Okay. Dann gucken wir uns jetzt die Bibliothek an. Was das für eine ist. Vielleicht haben wir schon die Bücher vollständig. Robin, du rennst hier einfach durch, ohne zu gucken, ob links und rechts irgendwas wehtun könnte. Hast du gedacht, du erwischt mich, wa? Hast du gedacht, du erwischt mich, du fiese Falle? Schön langsam hier den Riegel ziehen. Explosive Bombe bekommen? Und wie, das ist jetzt noch eine Falle. So Doppelfalle wäre fies. Manchmal der Katze tot und verbrennt sie dann zur Asche. 174 Gold ist schon ordentlich, wie ich finde. Amulett des Ogermut. Plus 2 Mut und physischer Widerstand. Kann jeder tragen sogar, okay. Die Theorie der Fallen. 2 von 4. Interessant. Dann wird doch die Bibliothek auch Theorie der Fallen sein. Beweglichkeitstrank macht plus 4 Bewegung. Halte ich jetzt noch nicht so viel davon. Für Bosskämpfe vielleicht eher. Falls es sowas gibt. Ich teste nur mal die Emotes. Ja. Für Gewürz google ruhig mein Chat dafür, weißt du? Alles gut. Ach, du kannst übrigens auch, ohne dass du selber streamst, deinen eigenen Chat öffnen, ne? Falls du es noch nicht wusstest. Da kannst du sowas auch testen. Hab ich mal gemacht. Man sieht sie halt bloß nicht über den Bildschirm flattern. Aber man kann sie im Chat dann wenigstens testen. Gut, alles nehmen. Inventar natürlich. Bücher natürlich. Oh, nee. Wir haben schon 2 davon. Bei Theorie der Fallen. Fehlen ja nur noch 2. Dämonologie hatten wir, glaube ich, sogar schon vollständig, oder? 1, 2, 3. Ah, nee, Moment. Das sind unterschiedliche Dämonologie-Dinger. Einmal so ein Pech und dann Randomia. Okay, trotzdem, gucken wir mal rein. Lesen! Wenn wir mit einer Falle konfrontiert werden, ruft man das Wissen des Diebes der Gruppe an. Sollte er nicht willig sein, muss manchmal mit dem doppelten Morgenstern des Barbaren eingreifen. Okay. Danach wird der Dieb versuchen, die Falle zu entschärfen. Eine andere Lösung, um eine Falle zu entschärfen, besteht darin, den Zwerg der Gruppe hinter den Elfen zu stellen und darauf zu warten, dass die Natur ihre Arbeit macht. Der Elf wird bald vorwärts getrieben und ernsthaft und entschärft gleichzeitig die Falle. Wie geil! Was, WD? Du willst aus WD? Warum willst du dir denn das Gesäß putzen lassen von einem Wasserhahn? Gut, und dann hat man noch diese Kette. 2 Mut und 2 physischer Widerstand. Wer hat denn am meisten Mut? 14, 12, 12, 10, 14, 15, 13, 15. Was bringt Mut? Widerstände. Ich würde tatsächlich dem Ogre die Ogre-Halskette geben, damit seine Widerstände besser werden. Damit er zum Beispiel gegen Verbrennen, Gift, Betäuben, Umwerfen und so weiter resistenter wird. Nicht immun, aber resistenter wird. Hm? Wieder da heißt das. Achso, du warst weg, halt nicht mitgekriegt. Oder sollte das dein Emote bedeuten? Nee. So, Daniel hat in einer halben Stunde seinen Ehrentag. Der alte Sack wird 33. Ach, wat. Ach, wat. Na, dann erinnere mich noch schnell dran. In einer halben Stunde. Jetzt habe ich vergessen, ihm das Amulett zu geben. Oh, warte mal, du hast ja schon ein Amulett. Das gleiche. Also hat er ja eigentlich schon Mut 14. Warum wollen die Leute mir ständig ihre Hände in die Taschen stecken? Die Frage werde ich dir nicht mehr beantworten, Süße. Sonst mache ich mich noch strafbar, wenn es so weitergeht.